Kennt ihr eigentlich das gefährlichste Tier in Deutschland? Es sind die Zecken. Eigentlich nichts Schlimmes. Allerdings können Zecken zwei Erkrankungen übertragen, die leider auch lebensgefährlich enden können. Das ist einmal die FSME, die Frühsommer-Meningoenzephalitis. Das ist eine Entzündung unseres Gehirns, und die sogenannte Borreliose, eine bakterielle Entzündung. Bei der FSME kommt es zunächst zu grippalen Symptomen, die bei den meisten dann auch folgenlos ausheilen. Aber bei anderen kommt es dann eben zu einer Entzündung unserer Hirnhäute mit zum Teil dann eben lebensgefährlichen Komplikationen. Allerdings kann man sich impfen lassen gegen die FSME, insbesondere wenn man in sogenannten Risikogebieten unterwegs ist. Dazu gehört beispielsweise Bayern oder auch Sachsen. Die Borreliose ist leider überall zu finden, macht allerdings nach dem ersten Biss der Zecke auch vor allen Dingen lokale Symptome. Auch hier kommt es wieder zu grippalen Symptomen. Wenn sie dann allerdings nicht therapiert wird, kann sie ganze Organsysteme befallen, und auch hier kann es wieder zu lebensgefährlichen Komplikationen kommen. Was sind denn eure besten Tipps und Tricks gegen Zeckenbisse? Schreibt sie gerne hier unten in die Kommentare rein. Und ansonsten, wenn ihr mehr über eure Gesundheit wissen wollt, dann folgt mir hier auf diesem Kanal.